So, die Frage ist ja, springt er an? Yeah! Hallo, da bin ich wieder zu einer neuen Folge Zanzi zieht aufs Land. Hallo. Er wollte nicht mit drauf, warum auch immer. Ich bin auch müde. Ja, ich bin auch noch müde. Naja, wir sind auf jeden Fall gerade angekommen und jetzt gehen wir erstmal wieder einkaufen. Ja, das Auto springt mal gerade wieder nicht an. Deswegen fahren wir jetzt mit einem anderen Auto. Naja, achso, und nachher zeige ich euch nochmal, oder zeige ich euch jetzt schon mal ganz kurz. Ich habe nämlich eben ganz stolz gesehen, die Tonne ist komplett voll. Warte mal, wie kriege ich das hoch? Sehe ich was? Ich habe mir doch letzte Woche Regen gewünscht. Wir haben, jetzt kriege ich es nicht mehr zu. Wir haben Regen bekommen und zwar zu Genüge. So viel Regen wollte ich dann auch wieder nicht haben. Jetzt regnet es die ganze Zeit nur. Aber alle Tonnen sind richtig krass voll. Es hat richtig gut funktioniert. Was machst du? Da wollte ich mir eine Walnuss zuschmeißen. Ach genau, hier. Das ist der Walnussbaum. Das ist so übertrieben. Habt ihr schon mal so einen übertrieben großen Walnussbaum gesehen? Also das ist so... Oh. Und der trägt auch richtig gut Walnüsse. Oh nee. Mhm. Oh nee. Hallo, oh nee. Hallo. Ja, wir gehen jetzt mal los. Ich hole Brötchen und dann essen wir gleich erstmal wieder was. Bis später, tschüss. Ha. Oh, ich glaube, langsam fängt es gleich an zu regnen. Ben ist einfach losgegangen mit meinen Kräutern und fängt jetzt an, die einzubuddeln, obwohl ich noch gar nicht da bin. Und obwohl ich auch nichts gegessen habe. Aber egal. Ja, die kommen jetzt zu den anderen Kräutern dazu und die sehen tatsächlich gar nicht mal mehr so gut aus. Deswegen habe ich mir gedacht, es ist besser, wenn wir sie mitnehmen. Das ist alles Minze, hier auf jeden Fall. Und die blüht sogar schon. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass die sich vermehrt. Minze soll ja sehr dolle wuchern. Eigentlich finde ich das ganz gut, weil Minze ist auch sehr gut gegen Unkraut und gegen Schädlinge und sowas. Nee, nicht gegen Unkraut. Generell gegen Schädlinge. Und ja, ich wollte mal gucken, wo er jetzt hier so gräbt. Ich zeige euch gleich, wenn wir einen Schritt weiter sind. Hallo, ich wollte mal kurz gucken, dass wir vielleicht an dem Kraut der Unsterblichkeit ein bisschen was machen. Das ist übrigens, so sieht das hier eigentlich aus. Kann man als Tee trinken, ist super gesund. Hast du schon mal als Tee getrunken? Ja? Wie schmeckt der? Ich habe den gar nicht getrunken. Ich führe es auf jeden Fall mal wieder hier rein. Und ich habe gerade gesehen, die sieht ja so ein bisschen komisch aus, ne? Aber ich habe sie ein bisschen mal auseinandergepflückt. Und wir sehen hier so, ich denke mal, das werden wahrscheinlich Wurzeln. Und deswegen sehen die so aus. Ich glaube, ich würde die mal hier versuchen. Wenn du mal ein bisschen ruhig halten würdest. Achso, Entschuldigung, jetzt? Ja. Ja, okay. Jetzt so, das würde ich mal versuchen, hier so ein bisschen in die Erde reinzudrücken, dass sie hier anwachsen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass sie sich dann vielleicht richtig auch erholt und dass sie sich dann auch richtig vermehren kann, weil das hat sie hier überall. So, und die wächst hier nämlich weiter und dann versuchen wir die gleich mal anzugießen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, sehr interessant, habe ich nämlich selber auch noch nicht gemacht. Hi! Okay, ich bin wieder da. Wir haben gerade mal kurz die Nachbarn kennengelernt, war ein ganz nettes Gespräch und jetzt ist mir gerade aufgefallen, als ich mich wieder hingesetzt habe, dass das wahrscheinlich doch keine Wurzeln sind, sondern das sieht aus wie Ranken. Ne? Mit den Klammern, die sich so fest, weil das haben die Erbsen ja auch. Und mit den kleinen Händchen, sage ich jetzt mal, halten die sich irgendwo fest. Das heißt, vielleicht habe ich doch nicht recht. Naja, was meinst du? Wir können ja mal gucken, oder? Vielleicht. Ja, eigentlich ist es ja eine Hängetopfpflanze, ja. Deswegen. Aber die bilden auch Wurzeln. Die bilden auch Wurzeln, ne? Das ist nur die Frage, woraus? Ob aus diesen Hängerdingern hier, aus diesen Klettdingern? Ja. Guck mal, die haben sich hier total vertüdelt, die beiden. Naja, wir lassen sie einfach mal hier so und dann gieße ich das ein bisschen an. Oder würdest du jetzt hier noch was rausschneiden? Nee. Gar nichts? Nee, die erholt sich doch, wenn du hier die Blätter da so ein bisschen anguckst. Ja, ja, genau. Die sehen gut aus. Aber die anderen, die sehen aus wie so zerknüttelt. Vielleicht muss man denen auch so ein bisschen Platz geben. Ich weiß es nicht. Wir warten mal eine Woche ab und gucken mal, wie die nächste Woche aussehen. Ne? Ja, im Großen und Ganzen sieht das doch schon echt gut aus mit den Kräutern hier. Ja, guck mal hier. Hast du die gesehen? Da haben wir schon kleine Cranberries. Die werden aber noch rot. Also natürlich nicht ganz so ergiebig. Ja. Ah, soll ich nicht? Nein, der ist abgefallen. Okay. Verdammt. Okay, wir machen erstmal weiter, solange hier noch kein Regen ist und... Ne? Tschüss. Okay. Was ist das bitte heute für ein Wetter? Jetzt ist plötzlich wieder Sonne da. Ich habe mal eben zwischenzeitlich ein paar Äpfel gesammelt, die runtergefallen waren. Von unserem Apfelbaum, also von dem kleinen und von dem großen. Was hängt da denn? Weiß ich nicht, ein Stück Stroh. Und wir gehen mal zu den, oh, jetzt seht ihr mich nicht. Wir gehen mal zu den beiden Eimern. Achso, ich habe schon einen rübergefüllt, was ich da gesammelt habe. Das ist einfach unfassbar viel. So viele Äpfel. Heftig. Wenn die mal am Baum dranbleiben würden. Ich muss mich irgendwie mal informieren. Was ist da mit dem Baum? Ich glaube, der hat einfach den falschen Schnitt. Der sieht so... Ich zeige euch noch mal kurz den Baum. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen gegen die Sonne.
Aber seht ihr das? Der hängt hier so. Also irgendwie hängt da alles. Jetzt sind da vor mir irgendwelche Wespen. Die Wespen, die mögen nämlich die Äpfel. Teilweise sind die Äpfel sowas von krass abgekaut. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben irgendwelche Monster, die hier nachts durch den Garten laufen und unsere Äpfel essen. Okay, wahrscheinlich sind es eher Rehe. Ich wollte schon sagen Wölfe. Wölfe gibt es hier nämlich auch, aber Wölfe und Äpfel wahrscheinlich eher nicht. Oh, genau. Und ich zeige euch nochmal hier unsere neuen Tonnen. Es hat so gut funktioniert, dass die große Tonne, die da, die war so voll, dass Charlot hier noch einen Schlauch befestigt hat. Und die ist sogar auch voll. Also die war so voll bis da, ne, wo der Strich ist. Den Rest, den habe ich schon rausgeholt, weil ich ja eben die ganze Zeit gegossen habe. Hallo, Ben. Hallo. Ben filmt von hinten. Filmst du mich von hinten? Ja. Ich drehe mich mal andersrum. Huch, ich glaube, ich gehe jetzt mal langsam rein. Ich gucke mal, was Charlot da macht. Zeig euch die Platten, die er da gelegt hat. Er ist nämlich so gut wie fertig. Richtig cool. Und dann können wir, weiß ich nicht genau, was machen. Ich frage ihn gleich mal, wo er unsere Hilfe braucht. Oder meine Hilfe. Okay, wir versuchen jetzt. Der hängt so tief runter. Macht mal den nach. Gucken, ob das geht. Oha. Krass. Okay, so jetzt hat er wieder ein bisschen mehr Luft vom Atmen, der Arme. Jetzt hat er nämlich nicht mehr, der hängt hier so ganz schön tief. Und nicht, dass der hier umkippt. Wir hatten ja schon mal sowas, dass hier einer umgekippt ist, beziehungsweise so gebrochen ist. Da muss man mal ein bisschen gucken, ne? Ah, das sieht auf jeden Fall viel besser aus, finde ich. Oh, da war ja noch was. Okay, gut gemacht, Ben. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt hier noch einen weg. Das liegt jetzt alles da. Guck doch mal das hier da auch, weil da kommt man gar nicht mehr richtig durch. Dass wir den ein bisschen zurückschneiden, damit er da wieder kräftig nachwachsen kann. Beziehungsweise ich weiß gar nicht genau, was das überhaupt ist, ob man die überhaupt so behalten will. Also wir wollen ja jetzt nicht alles wegroden, aber schon kontrolliert halt irgendwie auch was anbauen, was man dann vielleicht noch brauchen kann. Vielleicht nicht noch eine Walnuss zum Beispiel. Weißt du, was das ist für ein Busch? Ist das auch wieder Haselnuss? Nein, das ist kein Haselnuss. Das ist kein Haselnuss. Okay, ich habe nur gesehen, dass da vorne irgendwelche Blüten waren. Ja, der schnibbelt da jetzt noch mal ein bisschen rum. Eigentlich wollte ich ja eben die ganze Zeit schon reingehen, aber ja, das mache ich jetzt gleich. Pass auf, Leute. Guck mal. Man kann wieder... Okay, man sieht mich nicht. Tada! Der Stummelbusch. Ja, wir haben ihn ein bisschen runtergeschnitten. Vielleicht muss man den auch noch ein bisschen aushübschen. Wir haben jetzt hier einen ganzen Haufen voller Blätter und ja, Stöcker und so. Aber der hing halt... Also der ist nicht ganz so hübsch gewachsen, deswegen gucken wir mal, dass wir den jetzt wieder in Form kriegen. Und man kann halt wieder normal durchlaufen. Das freut mich doch sehr. Und jetzt werde ich doch erstmal, glaube ich, was essen. Und Charlotte hat gesagt, er braucht mich nicht. Aber naja, ist mir egal, er braucht mich nicht. Dann kann ich ja trotzdem vielleicht filmen, wie es so aussieht. Und dann würde ich mich heute mal an die Terrasse machen. Weil das ist nämlich auch sehr nervig, wenn man auf der Terrasse nicht richtig arbeiten kann. Weil halt auch alles immer so dreckig wird. Man kann nicht richtig fegen. Okay, es geht schon hier los. Das ist schon große Probleme. Ich sehe hier überall Unkraut, überall keine Ahnung was. Dann haben wir hier irgendwas, was daraus wächst. Da was, da haben wir Efeu. Ich weiß nicht, ob wir Efeu haben wollen oder nicht, weil hier wächst extrem viel Efeu. Eigentlich ist es ja schön. Charlot meinte allerdings, das ist nicht ganz so gut fürs für die Bausubstanz. Das wollte ich sagen. Ja, und guckt euch das mal an. Hier wird halt gesägt. Und deswegen sieht das so aus. Ich muss halt noch ein bisschen warten, bis er jetzt fertig ist hier mit dem Sägen. Und dann kann ich richtig loslegen. Hier ist eigentlich eine Hängematte. Ich weiß gar nicht, wo die Matte zu der Hänge ist. Das Ding zum Liegen, meine ich natürlich. Und damit ihr das jetzt auch mal gesehen habt, wie es vorher aussieht. Ich hoffe, ich schaffe ein bisschen was, dass man wenigstens so ein hübsches Vorher-Nachher-Ergebnis hat. Ich gucke immer nach oben und denke, boah, jetzt geht's gleich los. Es ist so dunkel und dann kommt einfach nichts. Also, ich bin noch nie so verarscht worden vom Wetter. Aber lieber so rum als andersrum. Wir gehen rein, wir essen was. Oh, ich glaube, das ist eine Rose. Nee, doch nicht. Doch keine Rose. Irgendwas anderes. Das hier wäre vielleicht auch gut, ne? Wenn man das hier mal freischneidet, dass man überhaupt hier lang gehen kann. Das ist auch so viel. Ich meine, ich finde es ja schön. Das ist so ein bisschen wie ein verwunschener Garten. Aber wenn er so verwunschen ist, dass man sich nicht mehr drin bewegen kann, dann ist es vielleicht ein bisschen übertrieben. Okay, jetzt gehen wir wirklich essen. Ich bin nicht raus, ey. Ich bin die ganz reingelegt.
Wie? Ja, ich muss jetzt wieder alles rauslegen. So, was machst du gerade? Ich bin gerade schon wieder von meinem Essen weggelaufen, weil ich gesehen habe, er macht hier draußen was. Er hat ja vorhin schon gegessen. Er macht hier was und ich will natürlich filmen, wie es vorher aussah und nachher, weil es hat mich so geärgert, dass ich es beim letzten Mal nicht gemacht habe. Verdammt. Schneidet er hier Büsche, oder? Ich komme. Ja. Was? Wow, du filmst. Smart. Aber so ist auch gut. Aber was mir mal aufgefallen ist, so hier auf mich. Ganze Scheiß, ne? Das kommt alles vom Nachbarn. Schönen Gruß. Ja, okay, wir halten das einmal fest, wie das jetzt vorher aussieht. Und dann, ich weiß ja nicht genau, was er jetzt macht. Ich beeile mich. Ich esse einfach ganz schnell. Kann ich nicht. Gegessen habe ich jetzt, ein bisschen gut. Und ich zeige euch mal, was ich jetzt hier für eine schöne Aufgabe habe. Hier, das sind alles so Klebewürste und die entferne ich mit dem Spachtel. Also ich will die ganze Zeit nur das hier am tun. Dann haben wir hier geguckt gerade, was in die Ecken noch reinpasst, weil das muss, oh, das muss auch noch weg. Das ist so eine dicke Wurst hier, so eine dicke Nase. Und dann gucken wir mal, weil hier ist es schwierig, das ist alles zu breit. Das hier passt ganz gut auf der Seite. Ich mag ja diese Puzzlearbeiten, ne? Hier, so eine Ritze. Und dann gucken wir, tada, das passt rein, das kann hier geklebt werden. Und ich hoffe, dass das reicht. Hier ist dann auch noch ein Stück. Das muss dann auch noch mal ein bisschen, na, ihr seht schon, das ist zu lang, muss weggekürzt werden. Und Schallo ist jetzt gerade, der hatte ja vorher die Platten davor gelegt. Da ist jetzt wieder nichts hier im Eingangsbereich. Die Platten stehen alle da, die müssen jetzt alle geklebt werden. Und die werden ja auch alle nochmal fest gebohrt. Warte mal, sieht man das irgendwo? Genau hier. Das sind so, na, die Schrauben, damit der Boden auch schön fest ist. Und danach kommen dann hier Fliesen drauf. Und die haben wir auch schon. Die Fliesen, die sehen genauso aus wie bei uns zu Hause in der Wohnung. Weil wir die generell super schön fanden. Und deswegen wollten wir die wieder haben. Ich habe mir übrigens meinen Rotmann angezogen. Habe ich es eben schon erwähnt? Ich weiß es nicht genau. Okay, ich mache mal weiter und dann sehen wir uns später wieder. Hier seht ihr einen kleinen Schnipsel, wie Ben mich heimlich beim Saubermachen gefilmt hat. Ne? Ist ja auch mal wieder wichtig zwischendurch. Es entsteht so viel Dreck, das muss man alles wieder wegbekommen. Und ich habe mir gedacht, ich baue einfach mal jetzt ein kleines Q&A ein und beantworte so ein paar kleine Fragen, die ich häufiger mal gesehen habe in den Kommentaren. Wie zum Beispiel, seid Ben und du, seid ihr zusammen? Oder wie stehst du zu Schallo? Ja, ich weiß, es mag vielleicht etwas verwirrend sein, aber Ben und ich, wir sind nicht zusammen, immer noch nicht. Ich habe diese Frage schon sehr, sehr oft beantwortet. Natürlich weiß das immer nicht jeder, deswegen wird gerne mal wieder nachgefragt. Nein, Ben ist der Bruder, den ich nie haben wollte. Ja, nein, ist wirklich ganz super zwischen uns. Und die Leute, die auch meinen Kanal schon länger verfolgen, die können sich vielleicht auch herleiten, was mit Schallo ist. Es gibt ja auch tatsächlich einige Videos noch von damals mit Schallo, aber der ist leider ein bisschen kamerascheu, der hat meistens nicht so große Lust ins Video zu kommen und naja. Aber wenn er da ist, dann freue ich mich immer sehr. Dann gab es noch die Frage, in welches Bundesland ziehst du? Das wird Niedersachsen werden. Und in welches Dorf ziehst du? Naja, so ganz genau sage ich das jetzt natürlich nicht, ne? Dann weiß ja jeder, wo ich wohne. Aber ich kann euch sagen, dass es im Landkreis von Lüneburg liegt. Ja, dann könnt ihr das so ungefähr jetzt einschätzen. Während Schallo jetzt also im Eingangsbereich die Platten richtig verlegt hat, auf der Fußbodenheizung, habe ich dann auf der anderen Seite weiter sauber gemacht. Ich habe diese ganz kleinen Würste rausgeschabt, sodass der Boden schön glatt ist, dass man den danach dann weiter verarbeiten kann. Das war eine geile Wurst. Hast du die gesehen? Und zum Schluss auch noch mal eine Frage, die ich ja wirklich so, so oft immer wieder lese. Franzi, kannst du mich grüßen? Es tut mir leid. Ich
grüße nicht mehr, weil Teddy hat es hier schon geschrieben. Ich mache das nicht mehr, weil es ja dann auf Zanzara for Kids zu Sperrungen kam, weil sie gesagt haben, ah, die ganzen Videos sind alle für Kinder. Und deswegen mache ich das sicherheitshalber einfach gar nicht mehr. Und es tut mir wirklich sehr leid, aber auch wenn ihr fragt, ich kann es leider nicht mehr machen. Das war nur ein ganz kurzes Q&A. Ich habe noch ein paar mehr Fragen eigentlich rausgeschrieben, aber wenn ihr neue Fragen habt, gerne immer in die Kommentare. Wenn ich so ein bisschen Videomaterial habe, dann kann ich das eigentlich immer ganz gut einbauen. Bens neue große Liebe gilt diesem schönen Wasserstrahler. Der hat den ganzen Tag, also so gut wie den ganzen Tag, mit dem Teil da gekämpft. Und naja, er hat es einfach geliebt. Irgendwie ist er total fasziniert von solchen Geräten. Letzte Woche war es ja dieser Feger, ne, dieser maschinelle Feger. Und diese Woche war es dann einfach das Wasserstrahlgerät. Mal gucken, was du tust. Ja, du siehst doch richtig dreckig aus. Verdammt. Echt nicht? Ich hab nicht gefilmt. Da. Es war gerade sehr laut und ich sah einen dreckigen Ben. Ja, ich versuche hier gerade so ein bisschen mal. Kannst du mal gucken hier. Was denn? Die Steine habe ich gemacht. Oh, die. Oh, das sieht ja gut aus. Ja. So sahen die also mal aus vorher, ja? Ja. Ist so. Natürlich, irgendwo muss der Dreck ja erstmal hin. Das siehst du dann hier. Ja, das heißt, also, da weniger Dreck, dafür da aber mehr. Ja. Oh. Aber was? Was hast du gemacht? Ja. Ey, Macarena. Ah, hey. So, und jetzt musst du dich nochmal umdrehen und einmal in die Kamera lächeln. Ja, und dreh dich nochmal anders um. Warum? Dreh dich nochmal um und lächel in die Kamera. Und jetzt in meine Kamera. Wo ist deine? Ach, da. Hi. Habe ich die ganze Zeit vor der Kamera gestanden? Ja. Oh nein, jetzt habe ich die Aufnahmen kaputt gemacht. Nein, ich habe... Gott, ich sehe ja schon wieder so verwuschelt aus. Aber mein Fußboden ist fertig, ich bin gerade am Fegen. Ich hoffe, danach sieht es sehr cool aus. Wollen wir noch mal kurz das Haar, hier das schöne Blatt im Haar zeigen? Du bist heute ganz fesch drauf. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Wunderschön. Ich weiß nicht, ob ich den so mit nach Hause nehmen kann. Ich weiß nicht, ob ich den müssen wir auch vorher mal baden. Haben wir schon gesehen, was hier ist. Oh, boah, das sieht ja richtig. Oh Gott, da sieht man ja mal, was ist denn da los? Was ist noch? Das ist ja völlig. Das ist ja. Wie Skipiste hier. Nee, das ist wahrscheinlich Wurzel da. Ja, stimmt. Megawurzel. Megawurzel vom Baum, aber der Baum ist gar nicht mehr da. Ich hätte ja weitergefegt, aber der Besen ist ja gebrochen. Ach ja, stimmt. Hier, der Besen. Ja, hab ich schon gezeigt. Achso, hast du schon. Aber nicht mit meiner, oder? Nee, nicht mit meiner. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Das ist da links. Ah. Tschüss, Besen. Erinnert ihr euch noch letzte Woche? Vorletzte Woche? Als wir diesen Besen neu gekauft haben und wir uns gefreut haben, dass er so schön schabt. Jetzt schabt nichts mehr. Naja, da telefoniert jemand. Ah, Charlotte telefoniert. Gar nicht laut. Ja, okay. Noch irgendwas? Ich glaube, ich gehe jetzt mal rein. Oder wolltest du mir irgendwas zeigen? Den Zeitraffer. Oh, richtig cool. Hat Zeitraffer gemacht. Das werde ich hoffentlich reinschneiden. Das werde ich reinschneiden irgendwie. Sehr schön. Ich mag das voll, mit der GoPro Zeitraffer zu machen. Das ist richtig cool. Habe ich noch nie. Wollte ich immer mal machen. Ja, jetzt hast du auf jeden Fall einen für dieses Video hier. Ne? Sehr gut. Oh, es wird hier langsam ein bisschen dunkel. Kann ganz schwierig filmen. Also, ich habe alles fertig abgekratzt und Charlotte hat hinten die Platten zu Ende gelegt. Das war ja vorher noch nicht fertig, sondern es lag halt nur lose drin. Jetzt ist das alles verklebt und verschraubt. Da ist alles fertig, der ganze Boden. Wunderschön. Und ich habe hier alles abgekratzt und auch alles gesaugt. Ne? Jetzt sieht das halt richtig gut aus. Das ist jetzt die Grundlage. Ah, da hinten auch. Moment, hier, da sieht es auch noch gut aus. Überall. Achso, Badezimmer natürlich auch. Da gehen wir auch noch mal kurz rein. Hier. Genau. Alles schön. Jetzt haben wir hier eine sehr gute Grundlage für die Fliesen, die danach dann darauf kommen. Aber vorher müssen noch die Wände gemacht werden. Diese Wand muss noch gedämmt werden. Das Fenster hier auch. Oh, ihr seht mich nicht mehr, aber... Das Fenster ist auf jeden Fall auch neu. Also alle Fenster sind neu gemacht. Liebe Leute, ihr habt keine Ahnung, wie viel Heidenarbeit hier schon drin steckt. Ich glaube, ich versuche gleich nochmal Ben hier zu schnappen, weil ich wollte so gerne erstens noch ein Q&A machen und vielleicht auch noch einen kleinen Rundgang oder so, um euch schon mal zu zeigen, wie es jetzt vorher aussieht, damit man dann nachher auch ein cooles Ergebnis hat, ne? Damit ich das dann auch nochmal zeigen kann. Wer ist das denn? Wie siehst du denn aus? Ja, guck mal. Gehört das so? Die Schuhe sind auch mittlerweile komplett nass. Ja, das. Aber ist egal, macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Bin ich im Gesicht dreckig? Ja. Das ist geil. Und du trägst immer noch Blatt. Ja, weißt du, was du trägst? Was denn?
Ja, ich habe die jetzt extra mit rausgeholt. Aber war fangen schlecht irgendwie. Ah, ja. Okay. Ich warte gerade auf Ben. Der ist noch mal kurz auf der Toilette. Ich wollte nämlich das... Okay, das ist ein bisschen zu hell. Ich wollte das schöne Wetter noch mal nutzen, bevor die Sonne untergeht und hier noch mal ein paar coole Aufnahmen machen. Es ist immer so schön, hier auf die Felder zu gucken. Für mich so ungewohnt als Stadtmensch. Ich habe gerade meine Nichte noch gesehen. Die ist aus dem Urlaub wiedergekommen. Ich hoffe, wir sehen uns nachher auch noch mal. Vielleicht kommt sie ja dann auch noch ins Video. Ich weiß es noch nicht genau. Weil wir halt immer noch ein bisschen länger bleiben. Und Shalom muss jetzt... Naja, der ist jetzt zu Hause und trifft sich mit seiner Mama. Und aktuell sitze ich eigentlich gerade noch an der Terrasse und rupfe da die ganzen Sachen raus. Ben sieht ja schon aus, total schlimm. Ich habe mich jetzt gerade wieder normal angezogen, weil wir halt so ein bisschen was drehen wollten. Und dann muss ich nachher mein Rot, wie heißt das, Rotmann, wieder anziehen, wenn ich wieder weiter arbeite. Gucken, kommt er da schon? Ah, da ist er ja. Ich warte schon seit 10 Minuten. Da ist er ja. Alter Lügerer. Okay, ihr seht, es ist ganz schön dunkel geworden. Wie spät haben wir das? Keine Ahnung. So? Ich glaube so. Warum ist die Videoleuchte aus? Wegen Akku. Oh, sieht man mich noch? Ja, ein bisschen. Oh, verdammt. Okay, also es ist jetzt 10 Uhr und ich muss mich beeilen. Ich habe sowieso nur noch 8% Akku. Ich habe jetzt das hier soweit fertig. Sieht man das doch? Ein bisschen. Ja, es sieht natürlich immer noch sehr erdig aus, aber das, ja, das wird dann halt mit dem, wie heißt das Ding? Dampfstrahler? Ja, ja. Genau, irgendwie sowas. Damit wird das dann halt noch sauber gemacht. Wir konnten nicht mehr, weil es war schon zu spät und man sollte halt ab 20 Uhr nicht mehr so laut sein. Deswegen habe ich jetzt erstmal hier so die Vorarbeit quasi gemacht. Ben hat total viele coole Sachen hier wieder weggeschnitten. Da ist richtig viel Platz. Hier war eigentlich so eine... Ist sie noch da jetzt? Ah ja, guck mal, da unten ist nur der Stummel von der Haselnuss. Und das hier ist halt, ich weiß nicht, was es ist, aber das wird richtig schön blühen. Da sind ganz viele tolle Knospen und da kommen wahrscheinlich richtig viele schöne Blüten. Und auch hier... jedes Mal, wie heißt es nicht, Weihrauch, sondern, sag es, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall kann man da jetzt wieder lang gehen und wir haben einen Stumpf gefunden, einen fetten Baumstumpf, wo auch immer oder was auch immer. Ich glaube, den sieht man nicht mehr. Das mal war, okay, schade, dann zeigen wir das beim nächsten Mal. Ja. Und es ist schon wieder nichts geworden mit der Roomtour, es gibt's doch nicht. Soll ich jetzt nachher noch ein Q&A dranhängen? Du hast nur noch 6 Minuten. Ja, ich meine, ich kann das ja reinsprechen. Ja. Das ist so eine gute Idee, dann nehmen wir irgendwie so ein paar... schöne Aufnahmen und dann spreche ich da was zu und dann mache ich da ein Q&A. Ja, meine Nichte war da, aber ich habe vergessen zu filmen. Eigentlich wollte sie noch mit rein und jetzt ist sie leider schon wieder drüben. Ich gehe jetzt gleich nochmal Tschüss sagen, aber ich glaube, ich nehme dann die Kamera nicht nochmal mit. Komm nach vorne. Okay. Ja, auch hier richtig schön geworden. Also jetzt sieht man halt wirklich mal was. Man sieht richtig, wie viel hier heute passiert ist. Ah, ja, da hat Ben der ganze Schmutz. Wann hast du eigentlich deine Beine gewaschen? Das fällt ab. Hast du die nicht gewaschen? Nö, natürlich nicht. Der ist wieder komplett sauber. Ja, natürlich. Der reinigt sich von selbst, wie ja, praktisch. So ist das. So hier. Ja, das ist noch ja. So der ganze eklige Rest hier. Das war, stand halt alles voller Wasser hier. Deswegen muss ich da jetzt nochmal drüber beim nächsten Mal. Aber das ist halt... Das ist das kleinere Übel. Ja, man sieht halt, wo ich gewesen bin. Überall, wo es hell ist jetzt. Ne? Sieht man das auch? Ja, ich glaube, das sieht man noch so ein bisschen. Ja. Naja, ich sag auf jeden Fall jetzt schon mal... Guck mal, Licht, oha. Aber das ist ein ganz hässliches Licht. Ich sag jetzt hier schon mal. Ja, der Akku kreischt schon. Ja, der Akku kreischt. Okay, ich kreisch zurück. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht kommen jetzt noch ein paar Fragen. Wenn nicht, dann kommen sie beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal kommt dann die Roomtour. Oh Gott, es tut mir so leid. Tschüss. Guck. No more.